Folge 4. Metal Gear Solid 3. Wir sind zu zweit und Snake ist ganz allein. Passt. Beste Einführung aller Zeiten. Wunderschön, wie ich das wieder gemacht habe. Da gibt es den Let's Play Pulitzer Preis für. Guck mal, die Wachen sind auch weg. Komm hier übrigens gerade nicht mehr raus. Er springt da mehr so ein bisschen hin und her. Ja, wo sind die beiden hingelaufen? Weiß ich jetzt nicht so richtig. Wir gehen nochmal zurück. Ich gebe offen zu, wir haben jetzt hier bei so einem alten Spiel, vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist eine Schlange? Ja, ist nicht so wild. Den Walkthrough dabei, damit wir nicht irgendwie was Wichtiges vergessen. Wir wollen euch auch alles zeigen. Direkt am Anfang, hier in diesem Abschnitt, liegt wohl noch ein Präzisionsgewehr. Das sollte man vielleicht mitnehmen. Das ist, glaube ich, nicht so eine schlechte Idee. Mal nur gucken, dass wir hier nicht wieder von dem Typen überrascht werden. Der hier ein bisschen, vielleicht drehst du die Kamera. Ja. Da ist er. Ja. Zieh was anderes an. Ja, der sieht mich nicht. Wenn ich jetzt hier lang krieche, 85% Tarnung, der kann mich ja gar nicht sehen. Aber gleich kommst du raus, dann brauchst du Kästchen. Ich warte, glaube ich, eher hier. Sei denn, er läuft jetzt genau über mich rüber, dann... Nee, er läuft an mir vorbei, dann kann ich in der Zeit da in das Gras wieder zurück. Tut mir leid, dass wir jetzt zurückgehen müssen, aber da, wo er jetzt hinläuft, da sind wir das letzte Mal ja nicht lang gegangen, weil wir an ihm vorbei wollten. Und da liegt wohl irgendwie dieses Gewehr. So. Wollen hier auch nichts verpassen. Deswegen... Es ist blöd, dass die Karte nicht eingezeichnet ist. Dann. Ja. Könnte man das ja so ungefähr ausmachen. Aber ich... Ja, man muss halt leider immer erst ins Menü gehen für die Map. Und die ist ja auch mehr so rudimentär. Oder? Ich weiß nicht. Ich könnte da in dieses. Guck mal, er läuft doch schon im Kreis, oder? Er läuft da jetzt rum, ne? Dann kann ich da ins Gras gehen. Ich bin ja hier immer noch recht gut getarnt. 50%. So. Ich denke mal, da so vor uns müsste das irgendwo liegen. Gucken wir mal kurz, wo er sich hindreht. Ja. Ja, okay. Na dann. Gehen wir hier weiter, lassen ihn dann mal seine Runden drehen, seine Patrouille. Und suchen mal nach unserer Bewaffnung. Also wenn wir jetzt hier schon ein Präzisionsgewehr finden, dann sollten wir vielleicht möglichst bald auch auf die Leute schießen dürfen, weil sonst schleppen wir die ganzen Waffen mit uns rum. Welcher Depp hat denn da mitten im Dschungel ein Präzisionsgewehr verloren? Nein, Depp, der erschossen wurde. Ja, wahrscheinlich. Also war es ein... Vollidiot. So, jetzt kann ich ja auch noch... In irgendeinem Seitenbereich hier. Ach guck, hier liegt's. Das Dragunov Scharfschützengewehr. Zielfernrohr mit Taste L1, bla bla bla. Wir können es ja mal ganz kurz auswählen. Nicht. Weil man dafür erst ins Menü muss, auf Waffe. Und dann muss ich das. Das ist es. Dann kann ich es auswählen und dann ist es da erst in diesem Menü drin, was halt auch völlig überflüssig ist. Sehr komisch. Das gab es halt in den Vorgängern auch nicht. Da war einfach alles, was man fand, automatisch in diesem Auswahlmenü. So. Und dann habe ich das. Dann kann ich hier mit zoomen. Also dann wissen wir für später jetzt. Bringt das ja noch nichts. Jetzt aber die Schlange erschießen. Jo. Oder messern. Messer mal die messern. Schlange. Messern. Ah, ich habe das. Das ist die kein Waffe Messer, denn. Ja. Ich bin nicht so der Überlebenskünstler. Ich weiß das doch alles nicht. So. Wieder eine Schlange Haar. Hier ist noch eine, guck mal. Wir dezimieren hier die komplette Tierwelt. Wo sieht man eigentlich, dass wir Hunger haben? Also ich weiß nicht, aber ich glaube, die untere Leiste da oben links, das ist unsere Ausdauer. Ich glaube, wenn die wird dann immer niedriger und dann heilen wir uns auch nicht mehr so schnell. Wir haben ja bisher noch keine Lebenspunkte verloren, die obere Leiste. Ich nehme es jetzt an. Also wir werden das erfahren, sobald ich mal irgendwie Lebenspunkte verliere. Ducken. Ja, der wird doch jetzt wieder in die andere Richtung gegangen sein, nehme ich an. Ja, duck dich gefälligst. Ganz ruhig. Jetzt duck dich gefälligst. Jetzt mal ganz ruhig. Vielleicht läuft er da gerade rum. Hier ist doch niemand. Ja, dann zieh dir wenigstens was Schickes an. Hier ist doch niemand. Vielleicht kommt er und dann sieht er dich. Ich bin halt mutig. Jetzt duck dich. Duck dich. Wer war das, siehst du? Zieh dir was Schickes an. Nein, ich bin schon schick angezogen. Nein, 85. Du sollst... 85%, besser wird's nicht. Ja, aber... Ganz ruhig. So, wo sind die denn jetzt? Ja, siehst du. Ja, jetzt habe ich, jetzt weiß ich nicht, wo die sind, weil du hier so rumgebrüllt hast. Nee. Genau deswegen weiß ich es nämlich nicht. Ist niemand da. Aha. Wüsste wirklich gern, wo die sind.
Wo ist denn dieser Radar? Man hatte doch früher immer diesen Radar, wo man wenigstens diese blinkenden weißen Punkte gesehen hat. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ah, natürlich gibt es sowas in den 60ern noch nicht. Technologie von vorgestern. Ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Shit. Ich traue mich jetzt auch nicht aufzustehen. Da ist er. Guck mal, da hinten ist einer. Der kommt jetzt auch gerade zurück. Super. Jetzt wabbel hier nicht so rum. So. Ich kriege jetzt wieder da lang, wo wir eben aufgehört hatten. Hm. Hörst du was? Ich höre gerade nichts. Das kann aber auch daran liegen, dass unser Ding rausgerutscht ist. Ja. Unser Kopfhöreranschluss. Das könnte vielleicht die Lösung des technischen Problems sein. Vielleicht auch nicht. Was hat der eigentlich am Fuß? Oder am Bein? Hat er sich irgendwas angeklebt? Vielleicht ein Messer. Also so ein Holster für ein Messer. Sieht doch ein bisschen so aus. Ja, da war kurz spielminimiert. Kein Problem. Geht direkt weiter. Achso, ich wollte gerade die Folge einleiten. Du brauchst die Folge nicht einleiten, wir sind mitten in der Folge. Stimmt. Wir sind mitten in der Folge. Sollen wir hier an dem einen Typen noch vorbeikommen? An dem anderen? Wo ist denn der eine Typ? So, jetzt, ich würde sagen, wir schleichen erstmal wieder zu unserem Baum. Den haben wir ja schon lieb gewonnen. Aber er ist auch gerade nicht da, also vielleicht schleichen wir auch direkt weiter. Mhm. Außen um den Baum rum. So, steht er da. Überraschung. Hallöchen. Hier kommt Johnny. Das geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack hier, dieses immer umgeschalte in die Ego-Perspektive. Ach, guck mal, da ist noch was drin. Komm ich da rein? Achso. Gar nicht. IR-Sicht. Ach, Infrarot. Infrarot-Sichtgerät. Zeigt Wärmequellen, damit kann man im Dunkeln sehen. Wahnsinn. Beeindruckend. Wie komme ich da jetzt raus? Achso. X. IR-Sicht. Mhm. Naja gut, IR ist ja die internationale Abkürzung für... Nee, ich mir weiß ja immer noch wieder richtig. Oh, scheiße. Das war ein Vogel. Nee, das war ein Typ. Nichts. Ach nee, da steht er da. Ja. Ach, I'm in there. Oh nein, beweg dich nicht! Was machst du denn? Ich will das, die Waffe auswählen. Hier, die. Das steht direkt hier. Die direkt. Who's that? Nein! Who's that? Fuck! Nein! Was war denn das? Warum stehst du jetzt auf? Naja, der ist von alleine aufgestanden. Haben wir irgendwann mal gespeichert? Ja, vor Minuten. Scheiße. Geh mal in den Baumstamm. Ich geh jetzt direkt weiter hier. Nee, ich glaube. Da sind noch mehr. Geh in den Baumstamm. Ich glaube, das war jetzt sowieso mehr oder weniger ganz schön scheiße. Jetzt kommen ja Dutzende Leute und so. Schlecht gelaufen. Also da Wieso machst du jetzt aus? Ich lade jetzt das Spiel neu. Ja, aber wir haben doch gespeichert vor ewigen Zeiten. Naja, vor 10 Minuten. Das ist ja noch nicht viel. Ja, und da hatten wir aber noch nicht die Waffe gepult. Ja, das können wir ja noch machen. Also. Ja, das ist bei dem Spiel nun mal nicht so. Jetzt geh halt, duck dich. Jetzt duck dich im verdammten Gras. Guck dir doch mal an, was hier los ist. Ja, drei duck Leute. Dich. Na, die gehen ja wieder weg. Nein, tun sie nicht. Ich stelle mich jetzt hier hin und lasse mich erschießen. Wenn die mal nicht so bescheuert wären. Okay, wir haben es auf leicht gestellt. Wahrscheinlich fragen wir unheimlich viel. Und wenn du die einfach jetzt erschießt? Geht nicht. Ja, geht schon. Ich muss nur richtig zielen. Zielen wir nicht. Das ist aber nicht so einfach. Anruf. Ja, komm, dann telefonier mal kurz. Das ist ja schön, die warten ja auch. Snake, do you read? Snake! Major. Snake, are you alright? No. Yeah. I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No. I can still... See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. In der Gegend rumlaufen, sich erschießen lassen. It means there's no backup. No cavalry. If you're taken... Ah, jetzt erklärt er uns nur, dass wir gerade Scheiße gebaut haben. Lebensanzeige, ruhen Sie sich aus, ja. Jetzt ruh dich aus. Ja, erstmal. Komm, jetzt sind sie weg. Jetzt leg dich jetzt. Die sind nicht weg, da steht einer hinter Baum. Warum? Ja, aber ich komme aus der Situation nicht mehr raus. Das ist bei den Spielen nun mal so. Wenn du einmal entdeckt wurdest, bist du normalerweise fast im Arsch. Das bringt nicht wirklich was, da noch weiter zu machen. Jetzt beendet es, Leute.
kommen auch immer welche nach. Der Alarm geht ja auch gar nicht runter. Also auch als ich mit ihm ins Gras gelegt habe. Doch, der ging ja runter. Einmal kurz. Und dann kam die nächste Mal wieder gesehen. Weil ich aufgestanden bin. Ja, ich bin schuld. Kommt jetzt wenigstens zu sich. Nee. Ja. Ich hoffe. Nein. Snake! Ach, es dauerte nur ein bisschen. Never Snake! Guck, jetzt haben wir noch nicht die schicke Waffe. Ja, ist nicht so schlimm. Können wir uns ja noch holen. So. Die schicke Waffe. Guck mal, jetzt können wir hier, gehen wir hier schnell hin, holen uns die. Ups. Da vorbei. Im Endeffekt haben wir jetzt hier auch einfach nur Blödsinn gemacht, vorhin, dass das alles so lange gedauert hat. Und deswegen dauert es jetzt noch länger. Stimmt ja gar nicht. So. Dann machen wir jetzt die Schlange tot. Messer sie. Ja, ich kann das auch liegen. So, zweite Schlange mache ich jetzt mal nicht tot. Mal hier ein bisschen. Jetzt zieh dir was Hübsches an. Du hast recht. Ich bin ja furchtbar angezogen, wie das wieder aussieht. Wald und Wiesen. Nee. Was? Das hier? Tigerstund. Tigerstund? Achso, weil du gerade irgendwie im. Ja, gut, ich nehme aber wieder Blattmuster oder so, ne? Du bist gerade in felsiger Gegend. Ja. Aber da gehst du ja gleich raus. Genau. So, jetzt muss ich gucken. Ja, du hast recht. Ja, das ist ja gut. Ganz ruhig. Die hören dich doch. Das wär's, wenn man... Ja, naja, bei Kinect. Ich erwarte mir sowas ja eigentlich. Die nächsten Schleichspiele, wenn man hier so eine Xbox mit Kinect hat, müssten die eine hören. Das wäre schon cool. Das wäre cool, wenn man da vom Fernsehen sitzt und dann darf man nichts sagen. Das wäre einfach irgendwie ganz schön gruselig. Ja. Das Spiel hört zu. Und dann kommt irgendwie der Hund und bellt. Oh. Du bist erschossen. So, der läuft aber, glaube ich, vorbei am Gras. Ne? Der läuft doch den Weg lang. Also Weg, den Pfad, Trampelpfad. Dum, di, dum, di, dum. Jetzt. Tschüss. Aber 100% kriegt man wohl auch hin, irgendwie, ja? Aber mit späteren Uniformen erst und so. Die man erst noch findet. Also es sind ja nicht alle, die man hat bis zum Ende. Man findet da ja Dutzende noch während des Spiels. Für neue Umgebungen und bessere von den gleichen und so. Mhm. Ich glaube, das geht schon noch. Es kann ja auch später im Spiel noch ein bisschen dunkel sein. Und, ja. Der Vogel. Jedes Mal der Vogel. Es ist immer dieser Vogel. Oh mein Gott, dieser Vogel. Kennst du das? Nee, was ist das? Eigentlich, oh mein Gott, dieser Pimmel. Was soll das? Nein, es gibt irgendein Lied von dem Typen, den ich nicht mag. Du bist. Was machst du denn? Der ist doch da, der kommt doch da jetzt nicht lang, der Typ. Ja, aber doch. Blendgran. Blendgranate. Wo war ich gerade? Dieser Typ, der mit dem Pimmel und dem Vogel, den du nicht magst. Also. Genau, also der singt dieses mit dem. Ich spring von Level zu Level zu Level. Wer ist denn das? Ja, irgend so ein Rapper. Nee, ach, nicht Rapper. Hip-Hop. Nee, Aber es ist nicht Kollega. Nee, dieser andere. Ach, der immer so oll grinst. Bushido? Sido? Nee, der hat keine Maske. Frauenarzt? Nee, ist ja egal. Ich kenne nicht so viele, tut mir leid. Das liegt eigentlich, oh mein Gott, dieser Himmel. Aber eine naheliegende Ersetzung wäre, oh mein Gott. Nein, nicht schon wieder. Jetzt beweg dich doch nicht. Psst. Nicht bewegen, warum bewegst du dich denn nicht? Ich will doch nur ein bisschen zurückgehen, weil er geht genau dahin, wo er was gesehen hat. Ja, weil du dich bewegst. Nein, er... Ich kenne noch Metal Gear Solid-Spiele, die gehen dann immer dahin, wo sie was gesehen haben. So. Er ist ja eben auch zwei Schritte nach vorgegangen. Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Das ist halt nicht bewegen. Es ist hochdramatisch hier. Ja. Und wir haben 90%. Guck mal. Trotzdem. Das ist der Wahnsinn. Die sehen uns überhaupt nicht. Wir sind fast unsichtbar. Ich bin ein Geist. Jetzt speicher mal, bevor du aus dem Gras rausgehst. Das ist gar keine so dumme Idee. Nein. Ja, der hat sich noch bewegt. Kann ich doch jetzt nichts dafür. So, speichern. Saving the game, Snake? Ja. Ja. Zufällig. Erzähl uns wieder was über schöne Filme. Unbedingt. Vor allem mit dem Wissen über die 2000er Jahre oder was auch immer, was ich gar nicht haben dürfte. Ach, 2004 kam ja dieser schlechte Godzilla. Ja, genau. Ah. Ja, das war das Jahr wahrscheinlich auch mehr oder weniger, wo das Spiel hier rauskam. Ah, da war das wahrscheinlich gerade alles so voll aktuell und so. Witzigerweise ist es ja jetzt wieder 10 Jahre später aktuell. Kommt alle 10 Jahre neue Godzilla. Naja, jetzt kommt ja schon in 2 Jahren. Do you know the creature from the Black Lagoon? Nee. Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon. And they get picked off one after the other by this fishman thing.
Deep in the Amazon, ist das das, wo man die Pornos bestellen kann bei Amazon? Irgendwie ganz weit hinten in der Produktauswahl. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Oh, fine. I'll take the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fish man. Ich denke, eine Anaconda ist realistischer. Oder Blutegel oder so. Genau. Oder diese kleinen Fische, die immer in den Penis reinschwimmen. Ach, was hast du denn heute mit deinen Pimmeln und Penissen? Was ist denn da los? Ich mein Pimmeln und Penis. Naja, du hast eben was von Pimmel erzählt und jetzt kommt sowas. So, ja. Jetzt möchte ich aber... Nach dieser Speichereinheit, halt, stopp. Ich will hier aber noch weg. Nein. Mano. Eine neue Folge. Na gut, dann Folge 5. Eine pimmelfreie Folge. Ich hoffe. Ob wir uns daran halten können, das seht ihr ja dann. Bis dann. Bis dann.